Gibt es ein politisches Kartell? Eine Zusammenarbeit zwischen Medien und Politikern? Ein Kartell, das Fakten verschweigt, Lügen verbreitet und die Wähler täuscht? Die These vertreten prominent die Alternative für Deutschland und Pegida. Auch US-Präsident Trump ist davon überzeugt, die Politik sei in den Händen von einem Establishment, das sein Volk verrät. Populisten und Vereinfacher auf der ganzen Welt arbeiten mit dieser Kartellthese. Sie setzen auf die damit verbundenen Emotionen. Vor allem auf Angst, Hass und Neid. Können diese Emotionen unsere Demokratie gefährden? Eine Demokratie, die durch faire Diskussionen geprägt sein sollte, die gesellschaftliche Probleme ausgleicht und sachliche Lösungen produziert. Aber daran geht Politik eben nicht auf, sondern Politik hat auch was mit im Ausleben von Affekten zu tun und es ist auch einfach ja, gewissermaßen natürlich, Leidenschaften zu haben. So, und insofern spielen sie eine große Rolle und sollten sie auch spielen. Es ist ja viel schwerer, mit Argumenten, mit Sachlichkeit gehört zu werden. Das gilt dann eher als langweilig und als das Normale. Und dass dann Menschen sagen, ja, wenn wir Gehör haben wollen, müssen wir eben Grenzen überschreiten. Das ist, glaube ich, eine Grundanfrage an das Gesamtsystem. Und es ist auch wahnsinnig schwer, da eine Kontrolle zu gewinnen. Das kann man, glaube ich, vielleicht am Populismus auch beobachten, dass der Populismus sich auch dadurch auszeichnet, dass er eine leidenschaftliche Form von Politik auf die Bühne bringt. Trump hat deshalb, denke ich, auch also Wähler Einfluss nehmen können, weil er ein bewusster und gekonnter Tabuverletzer ist im Rahmen des öffentlichen Diskurses. Also er spricht Dinge aus, die sich fast niemand sonst traut auszusprechen. Er ist schlicht und einfach frech und sagt, ich sehe das so, ich mache das so, ich setze mich durch, mir sind die anderen egal. Da kann man jetzt sagen, gut, das ist was Schlechtes, sollte keinen Raum haben. Aber ich glaube, dass es häufig Raum braucht, sich den auch nimmt und mit Blick auf Populismus vielleicht auch so eine Art ja, Problemindikator ist, wenn diese Emotionen so ausbrechen und eben anzeigt, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht in Ordnung ist. Es brodelt in vielen Gesellschaften. Die einen fühlen sich von der Politik als Volk verraten, die anderen kritisieren ein sogenanntes kapitalistisches Kartell, bestehend aus den großen Wirtschaftsnationen, die sich gegenüber dem Rest der Welt abschotten und ihn ausbeuten. Gewalttätige Proteste von rechts und links. Der G20-Gipfel in Hamburg ist das jüngste Beispiel. Ist es ein alter ideologischer Klassenkonflikt oder tragen die Proteste eine ganz neue Handschrift? Was treibt die Menschen zu Tausenden auf die Straßen? Ja gut, wir haben natürlich, glaube ich, generell eine große Verunsicherung. Wir haben eine Verunsicherung im wirtschaftlichen Bereich. Die automatischen Zuwächse beim persönlichen Gehalt und beim persönlichen Lebensstandard sind nicht mehr so da, wie das mal war. Man macht sich Sorgen, ja, die Tochter, der Sohn, die haben eine gute Ausbildung, aber bekommen die einen Arbeitsplatz? Oder müssen die da 25 Praktika machen? Und wenn sie einen Arbeitsplatz haben, kriegen sie auch eine Festanstellung oder ist das nur für ein Jahr? Und. Das, wie wird es den Kindern in 30 Jahren gehen? Das sorgt für eine gewisse Unsicherheit. Das ist ein Gefühl, das ist nicht für Fakten untermauert. Lange Zeit ging es um den Konflikt zwischen sozusagen Arbeit und Kapital, heißt das immer verkürzt. Also ich könnte es noch verkürzter sagen, zwischen denen, die in der Fabrik arbeiten und denen, die sie gehört. Aber dieser Konflikt ist in Deutschland jetzt, sagen wir mal, ist noch da. Und ich meine, auch das Thema soziale Gerechtigkeit, was aktuell von der SPD als Wahlkampfthema hervorgehoben wird, zeigt es natürlich, dass es auch noch Relevanz hat. Dieser Konflikt ist aber sehr, sagen wir mal, moderiert worden durch zahlreiche Instrumente,
des Wohlfahrtsstaates. Es gibt einen neuen Interessengegensatz, einen neuen Cleavage, ne? Also so die Gesellschaft strukturierenden Gegensatz. Das eine ist eben die Befürworter von Öffnung im politischen, ökonomischen, kulturellen Bereich. Das andere die Befürworter von Schließung, ne? Also Menschen, die für kulturelle Schließung sind, für ökonomische Schließung, Protektionismus, aber eben auch für politische Schließung, das heißt Rücknahme politischer Globalisierung, Europäisierung. Auf diesem Kontinuum spielt aus meiner Beobachtung der politische Hauptkonflikt im Moment. So, und das ist eben eine Sache, die gerade dieser Konflikt, auf dem auch stark um Rechtspopulismus, rechtspopulistische Themen geht und wo auch Emotionalisierung eine große Rolle spielt. Also wenn Sie, es gibt den sogenannten kulturellen Populismus, der sich also insbesondere gegen Migration wendet, gegen fremde Kulturen, also fremde Religionen und so weiter. Also was lange Zeit eben Front National in Frankreich eben auch betont hat oder in Belgien hier Vlaams Blok und dann Vlaams Belang und so weiter. Da wird gezielt mit Emotionen gearbeitet und da besteht natürlich auch eine große Gefahr drin, dass da aus Ängsten eben versucht wird, Kapital zu schlagen. Man muss sich doch fragen, warum verfängt das eigentlich, diese Rhetorik? Sie verfängt deshalb, weil es auf der einen Seite Ressentiments gibt, auf der anderen Seite aber auch ja faktisch eine Spaltung gibt zwischen politischen, kulturellen, wirtschaftlichen Eliten und, wenn ich jetzt auch mal so simplifizierend sprechen darf, der einfachen Bevölkerung. So, das ist ja da, diese Spaltung. Sie wird auf eine bestimmte Art und auch auf zum Teil eine sehr unschöne Art von Populisten artikuliert, skandalisiert, aber sie ist da. Für Populisten ein gefundenes Fressen. Sie ziehen Menschen emotional auf ihre Seite. Dabei geht es nicht um Argumente. Die umgehen Populisten, vor allem Rechtspopulisten, mit einem ganz einfachen psychologischen Trick. Was wir hier erleben in sozialpsychologischer Hinsicht ist, dass sich immer etwas vom Eltern-Kind-Verhältnis reinszeniert. Das heißt, politische Führer, das sind Elternfiguren. Trump, Putin, Erdogan. Hier inszenieren sich starke autoritäre Väter. Solche Politik knüpft manipulativ an die Eltern-Kind-Beziehung an. Starke Väter, die uns schützen, die klar sagen, so gehst du mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, mit meiner Nation nicht um. Klare Ansagen, die viele Wähler beeindrucken, aber welche? Entscheidend sind hier nicht unbedingt das Einkommen, die Bildung oder der soziale Status. Ausschlaggebend ist die Persönlichkeitsstruktur. Menschen, die sich ohnmächtig und schwach fühlen. Für sie ist es so, dass so ein politischer Führer für sie auch eine Identifikationsfigur bietet, die ihrem eigenen Narzissmus etwas schmeichelt und ihr Selbstwertgefühl, indem sie sich für ihn dann entscheiden und von ihm vertreten fühlen, auf einmal erhöht. Und das ist für sie psychisch lustvoll. Dieser Vater-Kind-Mechanismus ist nicht nur bei Populisten beliebt. Er ist eine Allzweckwaffe im politischen Werkzeugkasten. Ein Instrument, mit dem Vertrauen aufgebaut werden soll. Und zwar jenseits aller sachlichen Argumente und demokratischen Strukturen. Wenn ich daran denke, was Frau Merkel im letzten Bundestagswahlkampf sagte, Sie kennen mich, so war das ja nun überhaupt kein Argument, sondern das hieß also, ich bin die Mutti, die für euch sorgt, das wisst ihr, da könnt ihr euch drauf verlassen und da wisst ihr, was ihr habt. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Ist aber nicht eine wirklich demokratische Aussage. Doch nicht nur psychologische Motive treiben Menschen in die Arme von Populisten. Es gibt auch ganz rationale Gründe. Viele Menschen sind sich bewusst, wen sie da wählen. Sie tun es aus Kalkül. Das Zweite ist, dass man ja auch aus, ich sag mal, instrumentell strategischen Gründen Populisten wählen kann. Also nicht nur aus dem Motiv, jetzt irgendwie einer väterlichen Autorität folgen zu wollen, sondern aus dem Motiv,
der politischen Klasse, dem Establishment, eins auszuwischen. Generell ist es so, dass gerade in Deutschland, ich kann nicht sagen, wie es in anderen Ländern ist, immer so eine gewisse Haltung da ist von die da oben, wir da unten, die machen, was sie wollen. Und ich habe ja eh keinen Einfluss. Das ist bei vielen Leuten verbreitet. Und das ist ja auch eigentlich, also ein Bankrotterklärung von staatsbürgerlicher Demokratie. Wenn die politischen Eliten versagen, sollten eigentlich gesellschaftliche Akteure integrierend wirken. Sie müssten Emotionen kanalisieren, Forderungen an den Staat bündeln und in die politische Arena tragen. Gefragt sind hier vor allem die Verbände wie Gewerkschaften, Vereine und auch die Kirchen. Sie sind wichtige Akteure, die die Verbindung zwischen Politikbetrieb und der Bevölkerung nicht abreißen lassen. Genau das ist aber auch ihr Problem, denn sie stehen sehr nahe am sogenannten Establishment. Haben sie dadurch ihre Glaubwürdigkeit verloren? Es wird, glaube ich, von vielen so gesehen. Die Kirche ist natürlich, ich würde jetzt nicht von Establishment reden, wir sind Institution in der Gesellschaft und repräsentieren damit natürlich auch, sagen wir, einen Teil eines Gesamtsystems. Ich glaube, dass das ein Charakteristikum postmoderner Gesellschaften ist, in ihrer Vielfalt, dass da enorme Spannung drin ist und dass integrierende Kräfte nicht von selbstverständlich da sind. Gab in vormodernen Gesellschaften so etwas wie integrierende Kraft von Religion. Das ist längst nicht mehr so. Und insofern kann eine Kirche selbst natürlich auch immer nur sich als Teilnehmer in der Vielfalt der Gesellschaft begreifen und darauf hoffen, dass möglichst viele auch auf die Position hören, die dazu mahnen, respektvoll und gut miteinander umzugehen. Mahnen, die vielen gesellschaftlichen Stimmen abbilden, einordnen und Missstände aufzeigen, das ist die Kernaufgabe des Journalismus. Doch gerade in der Berichterstattung während der Flüchtlingskrise scheint der Journalismus Vertrauen bei vielen Menschen verspielt zu haben. Zu positiv, zu nah am politischen Establishment, zu wohlwollend nahmen viele die Berichte über die Menschen wahr, die aus den schlimmsten Verhältnissen nach Europa kommen. Ich glaube, grundsätzlich ist der alte journalistische Grundsatz, mach dich mit keiner Sache gemein, auch wenn es eine gute ist, von tiefer Weisheit geprägt. Natürlich kann man fragen, ob in dieser Flüchtlingsdebatte auf der einen Seite, was ich ja moralisch begrüße, dass man sagt, ja, wir unterstützen das, dass eine Willkommenskultur in Deutschland hier einen Raum greift, ob da nicht in der Tat auch so etwas wie eine journalistische Distanz verloren gegangen ist. Ich glaube, man kann eine gute Berichterstattung machen, wo man sehr wohl darauf achtet, ausgewogen zu berichten. Und das heißt eben, sowohl das Gute als auch das Problematische in dieser Berichterstattung zu Wort kommen zu lassen. Ist genau hier etwas schiefgelaufen? Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung kommt zu dem Schluss, Journalisten hätten in der Flüchtlingskrise ihre Berufsrolle verkannt. Die von ihnen beschriebene Wirklichkeit sei weit entfernt von der Lebenswelt eines großen Teils ihres Publikums. Meinungsmacher hätten Andersdenkende ausgegrenzt. Haben sie vielleicht gerade dadurch viele in die Arme von Populisten getrieben? Wenn man die Berichterstattung der FAZ zu Beginn der AfD anschaut, war das eher eine fördernde Berichterstattung. Also Herr Lunke wurde gerade im Wirtschaftsteil der Sonntagszeitung durchaus eher gefördert als kritisch herausgefordert. Der Wirtschaftsteil der FAZ hatte ja schon immer heftige Bedenken gegen den Euro.
und in der Wirtschaftsredaktion der FAZ, insbesondere auch in der Wirtschaftsredaktion der Sonntagszeitung, hat man das mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis genommen und entsprechend auch kommentiert, dass da jemand, der ja durchaus wirtschaftspolitische Kompetenz hat, dass der jetzt diese Bedenken, die ja da sind, die ja auch nicht unbegründet sind, in die politische Arena trägt. Sie sind besorgt darüber, dass wir Zuspruch haben beim Wähler. Dass unsere Im Großteil der Medienlandschaft stand eher die fremdenfeindliche Orientierung der AfD im Vordergrund. Tatsächliche Probleme, die mit der Flucht hunderttausender Menschen nach Europa verbunden waren, kamen hingegen kaum zu Wort. Diese Schieflage bestätigte viele wohl in der Politkartell-These, ein Wahlgeschenk für die AfD. Brüssel, wir kommen! Ich bin fest überzeugt, dass der Erfolg der AfD auch damit zusammenhängt, dass die AfD Dinge angesprochen hat, die immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden. Ich habe schon den Eindruck, dass wir eine bestimmte, doch irgendwie Einengung des Sagbaren haben. So, oder dass es das gab in der Vergangenheit. Man ist ja kein Ausländerfeind, wenn man darauf hinweist, dass ein Großteil der Flüchtlinge, die zu uns kommen, Analphabeten sind, keine Berufsausbildung haben oder eine Ausbildung haben, die hierzulande nicht marktfähig ist. Und dass, wenn diese Menschen es vielleicht durchaus schaffen, dass sie in einfache Tätigkeiten kommen, aufgrund unserer Sozialgesetzgebung bis zum Ende ihrer Tage als Aufstocker Nettoempfänger sind von Transferleistungen. So etwas zu thematisieren, war vor anderthalb Jahren, galt man da noch als Rassist. Das ist, denke ich, ein Problem von falsch verstandener Political Correctness, nämlich das vorschnelle Moralisieren. Also Moralisieren im Sinne von Luhmann, dass eben nicht eine Meinung kritisiert wird aus moralischen Gründen, was natürlich völlig legitim ist und unvermeidbar so, sondern dass man zugleich auch die Personen, die diese Meinung äußern, mit abwertet. Und dadurch, dass ein Klima erzeugt, was, glaube ich, für einen pluralistischen Meinungsstreit nicht so förderlich ist. Ich glaube, ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt man, wenn man eine Selbstbeschreibung hat, die auf Neutralität oder Objektivität abhebt und dann eine Praxis, die dem ziemlich offenkundig widerspricht. Ich denke, das kann man schon bei vielen großen Themen beobachten. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, wie in Deutschland, in großen Medien, über den Wettkampf zwischen Bernie Sanders und Hillary Clinton berichtet wurde. Das war klar, dass da die Hillary Clinton wurde schon vorweg als Siegerin ausgerufen. Und das wurde dann so ein bisschen im Mäntelchen der neutralen Berichterstattung getan. Das sorgt natürlich für Glaubwürdigkeitsprobleme. Es braucht immer eine journalistische Distanz, die ausgewogen beschreibt, berichtet, einordnet. Und da gehört dazu, Probleme zu benennen, zu beschreiben, sie auch nicht zu groß zu machen und zu überzeichnen. Und es gehört umgekehrt dazu, auch die positiven Seiten zu benennen. Einfach hat es der klassische Journalismus nicht. Durch die Digitalisierung konsumieren Menschen Nachrichten anders. Sie filtern. Und zwar so lange, bis digitale Produkte, wie zum Beispiel Facebook, ihnen nur noch das anzeigen, was sie selbst schon denken. Im schlimmsten Fall sogar falsche Nachrichten. Fake News. Lanciert von interessierter Seite, von Menschen, die damit konkrete politische oder wirtschaftliche Ziele verfolgen. Mit Journalismus hat das nichts zu tun, aber mit der Mobilisierung von Emotionen. Könnten die am Ende sogar politische Wahlen beeinflussen? Ich schließe das nicht aus. Wir hatten ja beispielsweise den von anfänglich erfolgreichen Versuch von russischer Seite,
mit diesem Mädchen, das angeblich entführt war, wo sogar der russische Außenminister sich nicht zu schade war, eine Pressekonferenz zu dem Thema zu geben. Und das hat die Emotionen hochkochen lassen bei Russlanddeutschen, die hier bei uns leben. Und wie sich herausstellte, war überhaupt nichts dran. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gar nicht die Regierung selbst, aber regierungsnahe Kreise aus verschiedenen Ländern versuchen, Wahlen zu beeinflussen auf diese Weise. Mit der Gefahr muss man rechnen. Mit der Digitalisierung ist ja auch verbunden, dass vieles ungefiltert ist, nicht sortiert ist. Dass das, was man früher doch eher den Nachrichtendiensten, den Journalistinnen und Journalisten anvertraut hat, einfach die Dinge auch zu kontrollieren, einzuordnen, das ist im Internet nicht gegeben. Und der Punkt dort ist, dass da nicht mehr klar ist, wer der Akteur ist, der dahinter steckt. Oder es können viele ungefragt und ungebeten sich äußern. An sich wirkt das ja auch demokratisch, aber es ist nicht so, dass hier wirklich ein demokratischer Rahmen ist, sondern es ist eine wilde Öffentlichkeit. Letztendlich ist, wenn Sie so wollen, ist die Art der Kommunikation, also dieses Direkte, was auch Trump macht, sozusagen per Twitter mit seinen Anhängern, ist hier ein Spiegel davon, wie manche Leute sich die Politik vorstellen. Nämlich ohne zwischengeschaltete Vermittlungsinstanzen, also ohne intermediäre Strukturen. Man sagt, okay, ich brauche die Medien nicht mehr. Ich kann das, kriege das direkt von der Quelle. Okay, ich brauche Parteien nicht mehr, ich entscheide direkt. Also zweimal die Vorstellung, ich werde sozusagen weniger gegängelt oder manipuliert, wenn ich den direkten Draht habe. Es fehlt eben so etwas wie ein Regulativ, zum Beispiel ein Moderator, ein Leiter einer Versammlung, das alles in einen Rahmen gestellt wird, der also auch demokratischen Gepflogenheiten entspricht. Zurückdrehen lässt sich die Digitalisierung nicht. Im Gegenteil, die Welt, in der wir leben, wird immer schneller, immer direkter. Gefiltert wird zunehmend von programmierten Algorithmen, nicht von denkenden Journalisten. An welchen Stellschrauben müssten wir also drehen, um die Demokratie zu schützen? Viele propagieren den Ausbau direktdemokratischer Verfahren. Wähler sollten direkten Einfluss auf die Politik haben. Könnte das den Establishment-Vorwurf beseitigen? Es ist ein Verfahren, was eben, sagen wir mal, von seinem normativen Wert nicht von der Hand zu weisen ist. Also die Vorstellung bei wichtigen Fragen, das Volk zu fragen, ist jetzt nicht ganz uncharmant, um es mal vorsichtig zu sagen. Also da müssen Sie sich schon ein bisschen was einfallen lassen, um das normativ abzuwenden. Das ständig sich auch im Wahlkampf befinden oder das fast immer sich im Wahlkampfmodus befinden, das führt ja auch zu einer weniger, wie soll ich sagen, planungsvoll rationalen Regierungsarbeit, sondern so einem Schielen, ich sag mal, auf den Meinungsmarkt. Es hat Züge von, ich schaue auf meinen Aktienkurs, die Demoskopie, die zeigt mir die Werte an und danach richte ich meine politischen Handlungen von Monat zu Monat aus. Und ich denke, das ist der falsche Ansatz, aber die Politiker werden dazu auch verleitet durch die Fülle der vielen Wahlen auf den verschiedenen Ebenen. Man sollte vielleicht die Wahltermine mehr vereinheitlichen. Die Kluft zwischen schnellen, direkten Medien und langwierigen politischen Prozessen wird immer größer. Doch wenn Entscheidungen auch in Zukunft demokratisch sein sollen, müssen wir ihr die Zeit geben, die es braucht, um tragfähige Kompromisse zu finden. Jeder Fraktionsvorsitzende muss auch um Mehrheiten in der eigenen Partei kämpfen. Keiner kann das anordnen. Das ist ja beispielsweise etwas, wo Wirtschaftsbosse gerne sich drüber echauffieren und sagen, da muss man durchgreifen, da muss man klare Entscheidungen treffen. Und ich sage dann immer zu den Herren, wenn ich Sie haben ein Umstrukturierungsprogramm in Ihrem Unternehmen gemacht, Sie haben es aber nicht der Belegschaft zur Abstimmung vorgelegt.
ob sie einen Teil der Stellen wegstreichen, sondern sie haben es mit dem Betriebsrat ausgedealt und der Betriebsrat bekam ein paar Zusicherungen und dann konnten sie es machen. In der Abstimmung wäre sie durchgefallen. Was fordert das von uns Bürgern? In der Arbeitswelt geht es oft um Geschwindigkeit. Im politischen Bereich, zu dem wir als demokratische Bürger gehören, sind aber auch andere Qualitäten gefragt. Bestimmte bürgerliche Tugenden, klingt jetzt ein bisschen altbacksch, aber na, bestimmte Einstellungen, bestimmtes ansozialisiertes Verhalten ist wichtig für einen demokratischen oder für einen Bürger. So. Das, denke ich, ist immer noch aktuell, ne? Vor allem mit Blick auf die politische Bildung. So, also das Ansozialisieren eines demokratischen Charakters, so im weiten Sinn. Also Adorno hat das mal Erziehung zur Mündigkeit genannt. Ich denke, das ist hochaktuell. Von uns Staatsbürgern muss eben auch eine Haltung zur Politik aufgebaut werden, die einfach davon geprägt ist, dass Demokratie unsere Demokratie ist, dass wir dazugehören, dass unser Handeln die Demokratie mitbestimmt und dass wir davon überzeugt sind, dass das auch greift, auch wenn wir jeweils nur einer von Millionen sind, dass es auf unsere Handlungen und unser Eintreten für demokratische Werte ankommt und darauf, dass wir eben auch fähig sind, Meinungen anzuhören von anderen und reflexiv damit umzugehen. Es gibt keine perfekte Welt. Und glaube ich, man muss auch die Leute aufklären, dass Politik eben ein schwieriges Geschäft ist. Und dass es für all diese Probleme im Nahen Osten so keine Lösung gibt, wo man sagt, erstens, zweitens, drittens. Und wenn alle das machen, funktioniert das. Sondern dass Politik halt immer das Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Interessen und Vorstellungen ist und dass das nur in einem langwierigen, mühsamen Prozess des Kompromissaushandelns, dass nur da so Lösungen gefunden werden können. Und das ist alles nicht sehr sexy, als wenn da einer auftritt, so wie der Trump, und sagt, also ich räume da mal auf. Aber das ist gerade die Aufgabe der Medien, auch Verständnis für die Politik zu wecken.